Liebe Freunde, ich melde mich hier aus der evangelischen Freikirche in Bornheim. Schön, dass ihr dabei seid und ich möchte euch wieder herzlich einladen für den Sonntag zur Online-Predigt. Diesmal von Daniel Segler in unserer Themenreihe Gott erfahren. Das Thema Nummer 6, Neuausrichtung. Es wird richtig gut, es wird spannend. Ihr dürft gespannt sein auf Gottes Reden zu euch in dieser Predigt. Und ich freue mich, wenn ihr am Sonntag dabei seid. Ich möchte ein paar kurze Infos weitergeben für uns als Gemeinde oder auch ja, als Zuschauer, die dazugeschaltet haben, die auf diesem Wege mit uns jetzt ganz neu vielleicht verbunden sind. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Corona-Krise suchen wir neue Möglichkeiten, miteinander verbunden zu bleiben. Und eine Möglichkeit ist das gemeinsame Bibellesen. Deshalb laden wir euch ein und fordern euch heraus, im Monat April, vom 1. April bis zum 21. April, jeden Tag ein Kapitel des Johannesevangeliums zu lesen. Wir wollen dieses Evangelium gemeinsam lesen und dann seid ihr herausgefordert, wenn ihr es wollt, den wichtigsten Gedanken des Tages oder den wichtigsten Vers des Tages zu teilen. Entweder bei WhatsApp als Status, bei Instagram als Story oder Beitrag oder bei Facebook, wie auch immer ihr es mögt, was auch immer ihr nutzt, teilt es und teilt euch so anderen mit. Auf diese Weise bleiben wir miteinander verbunden. 21 Tage gemeinsam miteinander Bibel lesen. Die zweite Möglichkeit, miteinander verbunden zu bleiben, ist das Gebet. Wir haben nach wie vor das gemeinsame Gebet um 21 Uhr und jedes Mal, wenn ich abends um 21 Uhr oder kurz davor, kurz danach bete, dann stelle ich mir vor, dass viele aus der Gemeinde das ebenfalls tun in dieser Zeit und das motiviert und das macht Freude und so fühlen wir uns verbunden miteinander. Wir beten für alle Betroffenen, für alle Kranken, für alle ja, Menschen, die irgendwie mit in dieser Krise besonders gefordert sind. Alle Krankenschwestern, Ärzte, Betreuungspersonal, Menschen, die Verantwortung tragen, die Entscheidungen treffen müssen und so weiter. All dieses wollen wir vor Gott bringen, immer wieder neu und ihn bitten, dass er uns durch diese Krise führt und dass dadurch auch sein Wirken offenbar wird in dieser Welt. Wir dürfen für unser Land beten, wir dürfen für unsere Gemeinden beten, um Kraft, um Liebe, um Besonnenheit. Ich freue mich, wenn ihr mitbetet, jeden Tag um 21 Uhr. Und die dritte Sache, die ich hier noch erwähnen möchte, ist die Sonntagskollekte, die immer wegfällt für uns in dieser Zeit. Dadurch entsteht auch eine kleine Lücke. Wer es auf dem Herzen hat, die Gemeinde dennoch weiter zu unterstützen, der kann das über PayPal tun. Wir haben eine Möglichkeit eingerichtet auf unserer Homepage. Ganz unten steht Spenden und da kann man über PayPal jetzt spenden. Aber es geht natürlich auch noch nach wie vor klassisch über die normale Banküberweisung und die Daten dazu findet ihr im Impressum auch auf unserer Homepage ganz unten. Wir danken allen, die die Gemeinde unterstützen, die ja ihren Teil dazu beitragen, dass diese Arbeit hier weiter funktioniert. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund, ihr kommt gut durch die Krise. Ich freue mich, wenn wir uns wann auch immer hier wiedersehen können, wieder treffen können. Lasst uns miteinander verbunden sein in den sozialen Medien und bleibt gesund. Gottes Segen euch allen.